Moin Moin Chiyop und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Yugi News. Und ich möchte, bevor ich mit den News anfange, nochmal etwas klarstellen zur letzten Episode. Also die war an sich ja schon als Gag gemeint, weil es halt wirklich einfach nichts gab letzte Woche. Aber diese 2 Minuten Stille am Ende, die war nicht intentional. Auch wenn das vielleicht so rüberkam und einige das so aufgefasst haben. Das war ein Editing-Fehler meinerseits. Ich wollte die ganz normalen 20 Sekunden hin haben, aber nicht ganze 2 Minuten. Da waren noch in meinem Editing-Programm einfach noch irgendwelche versteckten Elemente, die dann mit in den Export reingekommen sind und dadurch halt so ein irgendwie 3-Minuten-Video geworden ist aus dem 1-Minuten-Video. Das war nicht so geplant. Also hätte ich so geplant, dann hätte ich wahrscheinlich mich auch noch mal am Ende nochmal blicken lassen. Aber ja, das war weit Fehler. Steigen wir ein, und zwar zuerst mit Master Duel. Da gibt es jetzt ein neues Update demnächst und da gibt es dann jetzt neue Animationen und endlich die Möglichkeit, den Automodus ein- und auszustellen. Ich glaube, mit den Maustasten kann man das machen. Bin ich mal gespannt, wie gut das funktionieren wird, damit man nicht andauernd immer auf diesen komischen Knopf klicken muss und damit halt seine Timings verpasst. Vor allem, wenn so ein Duell immer startet, da ist man meistens mal echt wenig Zeit zum Zusammengehen. Ich möchte das vielleicht noch in der Draw-Phase oder in der Standby-Phase abwerfen, weil meistens ist schon Main-Phase. Thanks. Und es gibt nun endlich das erste Event. Das erste richtige Event, also jetzt neben den ganzen anderen Sachen, sondern es gibt jetzt wirklich so einen Cup, so Duelist Cup. Und das besteht halt aus 2 Stages. Die erste Stage beginnt am 9. August und die zweite ab 19. August. Und das Ganze geht bis zum 22., wo ich mir denke, Konami, wieso? Wieso ist der zweite Teil vom 19. bis zum 22. oder 21., ich habe keine Ahnung, irgendwie so, 22. ist wahrscheinlich wieder mitten in der Nacht, so ist am 21. Genau in diesem Wochenende ist die Europameisterschaft. Da ist quasi die besten Spieler Europas sind nicht da für den KC Duelist Cup. Warum muss das am Wochenende sein, die zweite Stage? Kann ja nicht in der Woche sein, sodass jeder auf der Welt teilnehmen kann, weil es gibt in der Woche keine Turniere normalerweise für Yu-Gi-Oh!, die halt Major sind. Nein, man packt das mit einem der größten Major-Events des TCGs mit rein. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, warum man das macht. So, danke, dann können die Japaner und die Amerikaner viel Spaß haben, weil die haben ja da nichts zu tun. Das kann man ja auch irgendwie besser planen, oder? Ich weiß, man könnte es vielleicht das Wochenende davor oder danach, aber ich weiß halt immer nicht, was dann in den USA ist oder in Japan. Klar, kann immer irgendwas sein. Aber in der Woche, das tut doch kein weh. Die anderen Events laufen doch auch meistens in der Woche. Das schert da auch kein. Na gut. Konami halt. Und dann haben wir auch noch ein neues Pack, was dann halt neue Karten noch mit einführen wird. Ich glaube, Beat Trooper sind dabei, Dinomorphia. Das heißt, wir gehen so langsam Richtung Battle of Chaos. Und vielleicht maybe Dimension Force. Müssen wir mal gucken, was alles da drin ist. Dann sollen auch noch neue Nordische Karten drin sein. Und die DDD-Karten, die waren ja auch zum Teil in den entsprechenden Sets gewesen. Das heißt, so langsam kommen wir da halt auch weiter. Und wir holen langsam, aber sicher auf. Also langsam kommen Master Duel immer mehr dem OCG und TCG näher. Das finde ich interesting. Mal gucken, wie nah wir dann am Ende noch kommen werden damit. Bin mal gespannt. Dann noch eine News, die, glaube ich, keine News mehr ist. Aber ich dachte, ich packe es nochmal rein. Die 5 Starlights und Power of the Elements. Und ja, am coolsten halt Ultimate Slayer und Disney Hero Phoenix Enforcer. Das sind halt so die coolen dabei. Die anderen sind so, naja, wir Sammler halt noch. Und ja, bestimmte Starlights habt ihr ja schon. Oder eine bestimmte Starlight habt ihr schon bei mir gesehen. Und ja, mal gucken, was nächste Woche dann noch so auf uns wartet. Und dann haben wir die Lost Art Promotion 2022 Teil 2. Und ich finde das schön, dass Konami wieder anfängt, glaube ich, das wieder so monatlich zu machen und dass es halt immer 2 Rollouts gibt mit entsprechenden Karten. Das ist wieder so, wie als sie es damals angefangen haben, glaube ich, 2018 oder 2017 oder so. Deutlich besserer Überblick als dieses, was sie da halt 2020, 2021 gemacht haben mit irgendwie, keine Ahnung, jede zweite Woche gab es ein neues Lost Art, da habe ich überhaupt keinen Überblick mehr gehabt und ich habe keine Ahnung, ob ich überhaupt alle Karten davon habe. Ich musste mir irgendwo Protokolle mal aufschreiben, damit ich das nachher irgendwie auch auseinanderhalten kann, welche habe ich nicht. Diesmal dabei sind ein paar coole Sachen. Ich finde Axis der Verzweiflung nice und die beiden Cyberengel sind cool. Ich wusste gar nicht, dass die wirklich zensiert waren, ja, wenn man drauf guckt. Yep. Ja, was aber das Niceste davon ist halt die Karte Yu-Gi-Oh! Sechsel. Das ist eine Karte gewesen, ich glaube, die war in dem Structure-Deck von dem Utopia-Deck drin. Und die Karte, ne, konnte halt zu uns nicht kommen, weil die halt das Structure-Deck nicht gab. Das war ja dann dieses Jahr bei uns in Ghost from the Past, das war nicht Ghost from the Past 2 bei uns. Das war halt in King's Court und keine Ahnung, was möglich, da verwurstelt worden. Und deswegen haben wir diese Karte nie gesehen und jetzt kriegen wir die. Frag mich,
warum die jetzt über Lost Ark reinkommen muss, nur weil es sie überhaupt nicht gab. Also das finde ich weird, weil es gibt ja kein Original-Artwork, auf dem das eigentlich basiert. Und was haben die da zensiert? Egal, ich nehm's. Und dann kommen wir zum Finale des Dark World Stacks. Und da haben wir jetzt nochmal eine Counter-Trap. Dark World Punishment. Die Summons negaten kann. Das ist interesting, eine Counter-Trap, die nur Summons negated, kein Spell-Trap-Negate oder so, oder Monster-Effect-Negate, auch mal wieder was anderes und dann halt ein Discard feuert, was halt mit für das Deck ist. Die Karte ist searchable und hat halt auch noch einen Schutzeffekt im Grave, das heißt, wenn man die discardet, ist das nicht ganz so schlimm, die macht noch was im Grave. Die Karte klingt in Ordnung, also als One-Off kann man die sicherlich spielen, wenn man möchte in dem Archetype, weil, wie gesagt, das ist halt suchbar und ja, deswegen... Als eins sehe ich das jetzt nicht so als großen Brick an, weil man die sowieso raussuchen kann und dann halt nochmal ein Summon Negate hat, was Summon Negate technisch schon ganz nice, wenn man halt Normal Summon halt einfach für quasi gratis negaten kann. Das kann schon, vor allem bei einigen Decks, die halt auf Normal Summon relied sind, kann das schon oftmals GG sein, auch wenn es halt nicht so stark ist wie ein Omni Negate oder so. Bevor wir hier weitermachen, gibt es bei meinem Sponsor CustomPlayMat.shop momentan die Summer Madness. Bis zu 60% auf alles. Das heißt, wenn ihr eine Matte oder Mattenzubehör haben wollt, könnt ihr euch dort ordentlich viel Geld beim nächsten Einkauf sparen. Und nun ab zurück zum Video. Ansonsten haben wir auch die Deckliste, die ist jetzt bekannt. Im Reprint-technisch ist da jetzt nichts wirklich Krasses drin. Also diesmal ist das wirklich eher so ein Deck, das sich rund um das Deck selbst dreht. Und natürlich sind da Karten rund um die Thematik drin und so. Ein paar Reprints, die vielleicht ganz nett sind für das Deck. Aber so Generic Handtraps oder so, da ist gar kein Space dafür. Und für auch Generic irgendwelche anderen krassen Karten. Daher bin ich mal gespannt, ja, wie das Deck dann auch wirklich für eine Spielstärke sein wird. Die OCG wird es ja jetzt anspielen. Mal sehen, was wir daraus sehen werden. Und wir müssen nachher gucken, wie bei uns das Meta aussieht und ob sich dieses Deck da irgendwie mit integrieren kann. Weil für ein Spielstil klingt das schon mal sehr, sehr geil. Und wir kriegen es ja Ende des Jahres. Daher werden wir es auch relativ schnell bei uns haben. Und dann können wir mal gucken, was man damit alles machen kann. Weil ich kann mir vorstellen, so ein paar Decks, die jetzt gerade spicy werden mit Power of the Elements, vielleicht schon so ein bisschen... rasiert worden sind von Konami, muss man mal gucken. Und vielleicht kann dann Dark World da ein bisschen was machen. Ansonsten vielleicht Anfang nächsten Jahres oder Mitte nächsten Jahres, wenn definitiv der Kram hier auch ein bisschen gehittet worden ist. So, das war's dann auch schon wieder. Nicht so viel, aber ein bisschen mehr als letzte Woche. Mal gucken, ob wir dann demnächst mal wieder einfach keine Ahnung, zwei Wochen hintereinander ins Gesicht irgendwie 30 News kriegen. Machen wir dann auch. Aber ja, ein bisschen mehr Balance wäre schon nice, was das angeht, damit wir immer so ungefähr gleichbleibende Folgen haben. Aber ich nehme auch gerne ein bisschen so hin und her, ey, eine kurze Folge, da sagt man auch gerne mal nicht nein. Das ist dann hier von mir. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüssi.